heißer Wüstensand. Da, 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 da. Es gibt nichts Langweiligeres als die Wettervorhersage für die Wüste. Den ganzen Tag Sonne und mittags 45 Grad im Schatten. Das Problem ist nur, wo zum Teufel findet man den Schatten? Hallochen! Wie Perlen liegen Sie aufgereiht am Strand des Persischen Golf die 7 kleinen, aber mächtigen Arabischen Emirate mit ihrem Ölreichtum, ein wichtiges Schmiermittel im internationalen Wirtschaftsgefüge, und daneben das ehrwürdige Bergland von Oman, für viele die Wiege der arabischen Hochkultur, das schlafende Schneewittchen und die 7 Zwerge in ihren Goldbergwerken. Oder auf unsere Verhältnisse übertragen, so als legen die Düsseldorfer Kö, die Deutsche Bank, der Erzbischof von Köln und ein winziges Stückchen Reeperbahn inmitten von den Dünen von Sylt. Von Frankfurt bis Dubai sind es nur knapp 5 Flugstunden. Aber dann zieht sich der Weg. Die erste Schlange vorm Visumschalter, die zweite vor den Grenzbeamten, die dritte vorm Zoll. Erst dann kriegt man die Drehgenehmigung und ohne die geht in den Emiraten gar nichts. Mit der arabischen Schrift ist das so eine Sache. Die meisten Dinger kann man nicht lesen, außer ganz wichtige Schlüsselworte wie ARD und Feuerstein, die werden im Arabischen genauso geschrieben wie bei uns. Bei den Ziffern ist es einfacher, denn wir sagen ja selber arabische Ziffern im Unterschied zu römischen Ziffern. Es gibt auch hier arabische Ziffern, die sind ein kleines bisschen anders, aber dank der Nummernschilder haben wir immer unsere arabischen Ziffern und die arabischen Ziffern. Sind fast gleich. Also die 9 ist wie eine 9, die 1 ist wie eine 1, die 2 ist wie eine verkehrte 7, die 3 ist auch wie eine verkehrte 7, aber sie hat da oben so einen Knubbel, ne? Die 7 ist ein V, die 5 ist ein 0 und die 0 ist ein Punkt. Ne? Also das ist ganz einfach, mit Ausnahme bei den Lottozahlen, da gibt es dann sehr viel Durcheinander und deswegen ist auch Lotto hier strengstens verboten. Von den knapp 2 Millionen Einwohnern in den Emiraten sind 80% Gastarbeiter. Zwar prima bezahlt, aber weitgehend rechtlos. Es gibt hier kaum Verbrechen. Wer sich als Ausländer auch nur das Geringste zu Schulden kommen lässt, fliegt gnadenlos raus. Und die wenigen Einheimischen sind nicht nur fromm, sondern auch so reich, dass es gar nichts mehr gibt, was sie noch klauen könnten. Weil ein 12 Kilometer langer Meeresarm mitten durch Dubai führt, nennt sich die Stadt gern das Venedig des Nahen Ostens. Und weil ein Beiname nicht reicht, außerdem auch noch das Manhattan Arabiens. Sehr zum Ärger der Konkurrenzstadt Abu Dhabi, die zwar größer ist und noch mehr Banken hat, aber dafür keine Bars und keinen Alkohol wie das sinnenfrohe Dubai. Und noch was hat Dubai, die Dhows, die alten Lastensegler Arabiens, so richtige Seelenverkäufer, aber immer noch im Einsatz wie seit hunderten Jahren. Das letzte Stück Romantik in einer Wüstenstadt, die ihre sonstige Vergangenheit längst unter Glas und Beton vergraben hat. Ich bin hier mitten in Dubai, auf dem Dubai World Trade Center. 150 Meter hoch, man hat von hier aus einen wunderbaren Überblick über das ganze Emirat. Hier geht es nach Westen, direkt nach Abu Dhabi. Im Norden der Persische Golf, unter mir die Hafenanlagen und ganz hinten der Iran. Im Süden folgen nacheinander die Emirate von Sharjah, Ashman, Umm Al Quwain heißt das genau, beachten Sie bitte mein Hocharabisch, Ras Al Khaimah und Fujairah. Und hier im Westen fängt die Wüste an, da gibt es nichts. Nur Sand, Wüste, nichts. Da gibt es echt überhaupt nichts, braucht man gar nicht zu gucken. Sie können ruhig gucken, ob ich gehe jetzt. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep.
Piep, 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 piep. Piep, piep. Piep, 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 piep. Kommt Papa, Papa. Man muss den Kamelen in die Nüstern blasen, wenn man zärtlich ist. Problem ist, die Nüstern sind relativ hoch oben. Ja, so nähert man sich den Kamelen. Brauchst du auch Wasser? Ich brauche kein Wasser. Das ist genügsam. Wir warten jetzt und sehen, wie lange ein Kamel ohne Wasser bleiben kann. Ich brauche wieder Wasser. Brauchst du auch Wasser? Es braucht kein Wasser. Aber ich brauche Wasser. Inzwischen sind 4 Monate vergangen. Brauchst du Wasser? Es braucht nach wie vor kein Wasser. Ich brauche doch jetzt wieder Wasser, denn inzwischen sind 1 Jahr, 7 Monate und 18 Tage vergangen. Oder 19 Tage. Bei so einer langen Zeit kommt man durcheinander. Das Kamel? Ist das Wasser? Hm? Ich mache es jetzt wirklich ganz intensiv. Hier, dann schön Wasser. Wasser. Das Kamel braucht kein Wasser. Das ist der Beweis, ein Kamel ist genügsam. Was beim Kamel an Wasser gespart wird, fließt umso verschwenderischer in die 3 Golfplätze von Dubai, allen voran den berühmten Emirates Golf Club, der mit Hilfe von 4,5 Millionen Liter Wasser pro Tag, natürlich computergesteuert, ein Stück Wüste in ein grünes Paradies verwandelt. Mit dem schönsten Rasen südlich von Schloss Windsor samt Springbrunnen und dem dazugehörigen Federvieh. Hier herrscht Luxus pur. Hier treffen sich die besten Golfer aus aller Welt zu Turnieren. Hier tummeln sich die Reichsten der Reichen, wie zum Beispiel Scheich Mohammed Al-Abbar, ein millionenschwerer Industrieller und gleichzeitig der Wirtschaftsminister von Dubai, oder ein überbezahlter Fernsehentertainer aus Deutschland. Und da kommt es schon mal vor, dass in wenigen Sekunden ganze Vermögen verwettet werden, wenn es auf dem Green des letzten Lochs um die Wurst geht. Oder, wie in diesem Fall, um bares Geld gegen ein wertvolles Schmuckstück. Okay, good. That is it now. This is serious stuff. Es geht jetzt um $20 gegen die Uhr. I have a dignity. Don't let me win. Okay. Das ist eine ziemlich billige Uhr. Sehr erstaunt, dass eine so billige Uhr. You know that gambling is prohibited in our culture, you know that? That's not gambling, because we're filming, it's that's okay. Sports. That's yeah. Sports. Okay. Diese Uhr ist nicht mal $20 wert, aber das ist keine Rolex, ne? Ich bin irgendwie erschüttert. Doesn't look good. No, but the ball is here, here, here. No, I have to see if it goes up. You see? It's very important. Because now it's serious. Make sure you've got $20 behind you. Yes. See, it goes up this way. Yeah, the way you Germans play golf is really different. Oh my God. Oh my God. Very close, very close. Sorry. You deserved it. You deserved it. I wouldn't have been happy with that watch. And it's not worth $33 anyway. Okay. Well. Oh, that's great. Jetzt wissen wir auch, warum die Scheiße in Dubai so reich werden. So, you know what I like about this? I'm on TV and I win money as well. Yes? Yes. Die Jagd mit dem Falken hat in der Wüste eine ungebrochene Tradition von mehreren tausend Jahren. Und was wie Jodelversuche für die Hitparade der Volksmusik klingt, sind die Lockrufe, die das Tier zum Angriff reizen.
Natürlich ist es für die Naturschützer ein Gräuel, wenn überall in der Welt die Nester der letzten freilebenden Falken ausgeplündert werden, weil die Ölscheiks Fantasiepreise zahlen. Aber in einem Punkt darf man beruhigt sein. Die Tiere führen ein paradiesisches Leben. Täglich gibt es eine frische Wachtel. Auf 3 Falken kommt ein eigener Wärter. Auf 12 ein eigener Tierarzt. Und nach der Arbeit gibt es eine kühle Dusche. Mir jedenfalls wäre eine Taube auf dem Dach hier wesentlich lieber gewesen als ein Falke in der Hand. Und hier ein weiterer Beitrag zu Selbstmord vor der Kamera. Man beachte die dolchartigen Krallen. Hier Falke gegen Mensch. Hallo? Guck mal in die Kamera, Falke. Nee, in die Kamera, nicht auf mich. Ja. Falke. Ich habe das Gefühl, dass es hinter mir senkrecht runtergeht. Ne? Außer habe ich das Gefühl, dass der Fels wackelt. Die ganze Zeit schon. Ich wäre auch längst weg, aber ich traue mich auch nicht weg. Ich gehe jetzt trotzdem weg. Ich reite es einfach hier. Und dann habe ich mich doch noch mal an den Abgrund gestellt. Aber was Sie nicht sehen können, meine Beine sind an einem Seil festgebunden. Das Bergland von Oman. Karg und kriegerisch. Bis vor wenigen Jahren herrschte hier tiefstes Mittelalter. Es gab keine Schulen. Bei Dunkelheit musste jeder zu Hause sein und die Öleinnahmen stapelte der allmächtige Sultan in Bar unter seinem Bett. Ausländer kamen gar nicht erst ins Land. Ein Visum konnte man nur vom Herrscher persönlich kriegen. Bis ihn dann 1970 sein Sohn ins Exil jagte. Schlagartig wurde alles anders und besser. Fast alles. Denn da der neue Sultan allmächtig blieb, entscheidet er, was unter Kunst und Geschmack zu verstehen ist. Unter dem Titel Verschönerung wird alles Alte abgerissen und alles Neue gnadenlos verziert. Mit Plastikbrunnen, Plastikrügen, Plastiktieren und Kitschfarben direkt aus Disneyland. Dennoch ist Maskat, die Hauptstadt des Landes, ein Juwel unter den Städten Arabiens. Allein schon wegen der einmaligen Lage inmitten schroffer, wasserloser Berge. Mach das von hier, oh. Al-Kabi House. Sehr nett. Oh, okay. Yes, okay. So, very beautiful area. Yes. So sieht Maskat auf der Karte aus und so in Wirklichkeit. Auch der Souk von Maskat, der größte Bazar des Landes, ist ein Neubau, wirkt aber in seiner Enge und Buntheit wie ein Bild aus Tausend und einer Nacht. Ich gebe zu, im Supermarkt mit den festen Ladenpreisen fühle ich mich wohler. Handeln ist überhaupt nicht meine Stärke. Aber wer in einem orientalischen Bazar die Kunst des Falschens nicht beherrscht, gilt als Dummkopf. Und das wollte ich auch nicht gerade sein. Ja. Yeah. How much is this, by the way? This 1 meter only 800 pesos, Omani. Omani, 800 pesos. 800? Ja, yeah. 800 pesos. 800, ja. Yeah. Das sind, ich muss jetzt einfach ins Netz tun, ich nicht die geringste Ahnung, was es ist. Ich glaube, das ist, also ein Real hat 1000 von diesen Dingern und das sind 800. Ein Real sind 3 Mark 70. 3 Mark. 400? No, der ist only last 1 minute. Ja, jetzt geht es wirklich hart ins Handeln, ne? Tierisch gut. Haben die Hälfte geboten jetzt, ne? 800 steht auf dem Papier, 3 Mark 20, wir wollen den Meter um 1 Mark 60. This one, trivial. Aha, das wären also jetzt für 5 Meter, wären das, 10, entweder sind das jetzt 11 Mark oder 15. If I get 5 meters from this and 5 meters from this, yeah. How much would I have to pay?
Can we make it five real? No, this one five. Six real. So you give me one real, and then we are friends. Wieder ein Real verdient, bin ich toll, großartig. Fünf Real, das sind fünf Real für 10 Meter. Ich habe das vorhin ganz falsch ausgedrückt. Also fünf Real sind 5 mal 3,70. Das ist wesentlich weniger. Das sind ja gar nicht 37 Mark, sondern das sind 18 Mark 50. Ne? 18 Mark 50 für 10 Meter Stoff. Keine Baumwolle, Polyester, echt ein Geschäft. Okay, thank you very much. Bye. Ich glaube, es waren doch 19 Mark, oder? 19 Mark 50? Übrigens, in Oman, genauso wie in den Emiraten, sind alle Ortsgespräche kostenlos. Leider kenne ich hier niemanden. Im Hochland wird der Acker noch auf uralte Weise bestellt. Bilder von biblischer Wucht, bei denen unser Führer, den uns das omanische Informationsministerium als Aufpasser mitgegeben hatte, ein bisschen nachhalf. Ursprünglich waren die Felder nämlich voll von indischen Gastarbeitern, aber weil das nicht der offiziellen Parole von der Omanisierung des Landes entspricht, wurden die Inder für die Dauer unserer Anwesenheit hinter die Büsche geschickt. Und die Besitzer der Felder mussten ausnahmsweise mal selber ran an die Scholle und rauf auf den Dattelbaum. Im Wüstenhotel sollte man auf keinen Fall Wasser verschwenden, sondern sich auf die Kräfte der Natur besinnen. Denn Oman ist die Heimat des Olibanumbaumes, Boswellia sacra, aus dessen Harz man Weihrauch gewinnt. Mit Holzkohle vermischt, angezündet, man stellt sich darüber. Ein Wohlbefinden, das keine Dusche vermitteln kann. Wo die Berge enden, beginnt die Wüste, die Heimat der Beduinen. Auch an ihnen ist der Wohlfahrtsstaat nicht spurlos vorübergegangen, der jedem Omani eigenen Grund und Boden garantiert. Sultan zum Beispiel, er heißt nur so, ist aber keiner, züchtet Rennkamele und führt das typische Doppelleben des modernen Beduinen. Die heißesten Monate im Häuschen am Wüstenrand, der Rest des Jahres im Sand. Und wenn Besuch kommt, kennt die Gastfreundschaft keine Grenzen. Da muss die beste Ziege dran glauben. So sieht sie vorher aus und so danach. Zimperlich sollte man da nicht sein, auch wenn das manchmal gar nicht so einfach ist. Irgendwie vorwurfsvoll, ne? Wie der mich anguckt. So, das ist die Soße, in der das Fleisch getränkt wird. Und für alle die das Rezept jetzt mitschreiben wollen, Wasser, Kardamom, Pfeffer, Salz, dieses schöne, große Salz. Dann putzen wir auch dem Tier noch die Zähne ein bisschen, weil die wollen ja auch sauber sein. Knoblauch habe ich vergessen, sehr viel gestoßener Knoblauch ist auch noch wichtig.
Ein altes Geheimrezept aus der Benin-Küche, die Alufolie. Die Fleischstücke kommen in einem Blechtopf, der übrigens einer Mülltonne zum Verwechseln ähnlich sieht. Dazu ein kräftiges Feuer in der Grube, die Mülltonne rein und ganz viel Sand drüber, wie bei einem Kohlenmeiler. Ein Gericht, das Bio in seinem Alfredissimo niemals schaffen würde. Man braucht nämlich nicht nur brennend heißen Wüstensand dafür, sondern auch viel Geduld. Es dauert nicht weniger als 24 Stunden, bis die Ziege gar ist. Gastfreundschaft hin, Gastfreundschaft her, da heißt es warten. Bis zum nächsten Abend, auch wenn der Hunger noch so groß ist. Gute Nacht. Der nächste Tag sollte dann zu einem richtigen Festtag werden. Verwandte und Freunde waren gekommen. Die Mädchen malten sich gegenseitig Henna-Muster auf die Handflächen. Auch die Kleidung war vom Feinsten. Und freizügig wurde der Familienreichtum zur Schau gestellt. Massives Gold. Eine echte Beduinenfrau würde was anderes gar nicht anfassen. Und wenn man sonst in Arabien Frauen, wenn überhaupt, nur tief verschleiert zu Gesicht bekommt, gilt diese Zurückhaltung bei den Beduinen nicht. Dort sind die Frauen stolz und frei, ohne Scheu vor der Kamera und manchmal sogar richtig kokett. Zum Beispiel, wenn sie mir vorführen, wie auch Mädchen den Weihrauch als Parfümersatz benutzen. Oh, you see, you smell good. Es dauert übrigens eine gute Stunde, bis die dicke Henna-Paste auf der Haut getrocknet ist. So lange muss man absolut stillhalten. Dann wird sie abgeschabt und fertig ist die feine, wasserfeste Verzierung, die durchaus ein paar Wochen lang halten kann. And here you have to hold it, this one, yes? Ich glaube, meiner ist schöner. Endlich waren die 24 Stunden um. Der Mülleimer wurde ausgegraben und auf großen Tellern die Sättigungsbeilage angeschleppt. Esch. Esch heißt Reis, arabisch. Dann wird aufgeteilt. Es sieht köstlich aus, was da aus der Alufolie kommt. Früher nahm man Palmenblätter dafür. Das Fleisch fällt ganz von selber von den Knochen. Frauen und Kinder essen separat im Wohnzelt. Und eigentlich müsste der Gast alleine essen. Das verlangt die Beduinensitte. Aber da wir vom Fernsehen sind, setzt sich der Gastgeber ausnahmsweise mit dazu. Gegessen wird natürlich mit der Hand, ausschließlich mit der rechten. Die linke ist unrein und hat gefälligst vom Teller wegzubleiben. Wunderbar, ganz milde, ganz zart. Eine Meinung, der sich bestimmt auch die Kamele anschließen würden. Aber als Wiederkäuer sind sie noch bei der Mahlzeit von gestern. Früher war Kameldünger ein wertvoller Rohstoff. Man machte damit Feuer, man verwendete ihn für alle möglichen medizinalen Zwecke. Heute kümmern sich nur noch die Käfer um die Scheiße. Höhepunkt im Wüstenalltag sind die Kamelrennen. Fast jede Woche findet irgendwo eine statt. Und da ein Jockey bekanntlich so wenig wie möglich wiegen soll, reiten Kinder. Oft kaum älter als 7 oder 8 Jahre, meist die stolzen Söhne der Züchter. Für uns Europäer heißt das wieder mal, nicht zimperlich sein, Augen zu und Respekt vor fremden Kulturen. Schwer zu sagen, was aufregender ist. Die rennenden Kamele
oder die wilde, verwegene Jagd der Begleitfahrzeuge. Man merkt ja auch den Fahrstil von Fatih. Und das Schwierigste kommt überhaupt erst nach dem Ziel, die Rennkamele wieder einzufangen. Wenn man überlegt, was von den Reisen der stärkste Eindruck war, die Gletscher von Alaska, die Regenwälder von Vanuatu oder die Wüste von Arabien, für mich waren das komischerweise die kleinen Dungkäfer. Sie rollen die Scheiße rauf, sie rollen die Scheiße runter, sie sitzen drauf, sie kämpfen dafür, sie bewachen sie, sie vergraben sie und es bleibt immer noch Scheiße. Und dann fliegen sie den Kamelen nach, ohne dass sie jemals selber Kamele werden. Und das ist irgendwie wie ich.